Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind wieder in Final Fantasy 7. Hey, Böss. So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Wir müssen es ja leider machen. Das ist ja eine Aufgabe hier. Auch wenn ich das schon leicht übertrieben finde mit dem guten Oberst hier. Aber ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht genau, wie wir es machen können. Bloß wir haben jetzt Barret und Tifa ausprobiert. Vielleicht probieren wir mal Barret und Cloud. Aber habe ich festgestellt, da der Oberst ja... Wir können ja im Nahkampf nicht ran. Das ist ja unser Problem. Also Schützen war schon mal okay, aber wir brauchen halt auch Verteidiger, ne? Wir haben Elite-Schützen, Elite-Verteidiger. Brauchen wir die? Können wir überhaupt so Sachen austauschen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder? Nö, komm noch rüber. Wir können nur die ganze Ausstellung ändern, ja. Ausbalanciert, Elite-Schütze, Elite-Stürmer, Stützpunkt, Elite-Verteidiger. Aber so haben wir doch eigentlich alles dabei, ne? Stürmer, Schütze, Verteidiger, Heiler. Und wir haben auch Elite-Schützen. Das wäre eigentlich schon das Beste. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich finde die Zeit auch ein bisschen kurz. 3 Minuten sind nicht genug. Fakt ist jedenfalls. Was ich ja nie beachtet habe, ist lieber diese Stein-Schere-Dingse-Bumse-Papier da, ne? Klar, Schützen sind gut, die Stürmer. Dann hau gleich nochmal einen hin. Kriegt er schon hin. Naja, er kommt aber auch gleich damit um die Ecke. Und kann die Balliste von hier? Ich weiß es nicht, aber ich würde es... Ah! Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ah, ich wollte die Balliste haben. Die Balliste war ich eigentlich sehr zufrieden mit. So, warte mal. Verteidiger ist er hier, ne? Verteidiger ist gut gegen Schwert, aber nicht gegen Schütze. Also bräuchten wir jetzt wieder einen mit Schwert. Aber nicht hier. Da müsste ich echt mal drauf achten. So, eigentlich müsste er das so hinkriegen. Er kommt ja jetzt wieder mit seinem Wuffi. Es ist einfach furchtbar hier. Das ist einfach furchtbar. So, Elite-Verteidiger. Der Gegner ballert hier aber auch so schnell raus. Das ist das Problem. Und selbst wenn wir, also so kommt mir das zumindest vor, im Menü sind, guck mal, läuft die Zeit auch weiter. So schnell kann ich gar nicht gucken, was ich brauche. Elite-Schütze. Cloud haben wir mit Verteidigern raus, ne? Den Hund können wir ignorieren. Ja, ja, das haut schon hin, den kannst du umhauen. Das wird auch klappen. Ja, Schütze müsste gut sein. Der müsste das hinkriegen. Der hat da ein... Was ist denn das? Ein Heiler, ne? Hau mal einen Schützen hin. Ah, ich hätte gern die... Ich hätte echt gern die Balliste gehabt. Das ist jetzt mein Fehler. Ich hätte die gern... Ich wollte mal ausprobieren, ob ich die hier hinstellen kann, ob die hier durchschießt. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Okay, auf jeden Fall nochmal ein Schützen. Barret brauchen wir jetzt noch nicht. So, Elite. Verteidiger. Vielleicht ganz gut da. Vielleicht noch ein? Aber die Zeit ist schon um und ich bin nicht mal beim Gegner angekommen. Okay, er hat hier hauptsächlich Schütze. Und gegen Schütze war gut. Die Zeit läuft hier mal weiter, bis ich suche, was das effektiv ist. Ich glaube, Stürmer. Jo. Okay. Und hier ist natürlich gut Schütze. So langsam fürchte ich, dass wenn wir hier nicht hin. Mir tut das wirklich leid. Ich weiß, wir können hier nicht folgenlang bei dem Spiel rumspielen. Aber was soll ich denn machen, wenn ich hier die Protosubstanz haben will? Ich wünschte ja, es gäbe eine Möglichkeit, das zu umgehen hier. Okay. So, hau Schützen hin. Die Schützen brauchen wir auf jeden Fall. Solange hier ein Gegner ist. Jo, jetzt sind wir wieder bei den letzten. Man kann das aber auch nicht irgendwie hoch runterstellen vom Schwierigkeitsgrad oder so, ne? Ich wüsste zumindest nicht wie, ehrlich gesagt. Ach, das kriegt er da schon hin. Oder auch nicht. So, haut Stürmer hin. Ja, die Zeit läuft ab.
So. Ich weiß, wir könnten jetzt Cloud und so reinhauen. Ich weiß. Ist Verschwendung, weil er jetzt den Angriff macht. Das müsste man eigentlich direkt echt vom Boss machen. Aber die Zeit ist zu kurz. Die. So. Die. So, Schütze. Schütze. Und wir hauen noch Cloud hinterher. Hat super viel gebracht. Mich gar nichts. Weil ich Depp nicht richtig geklickt habe. Aber vielleicht klappt das jetzt. Ich hau hier jetzt eine riesen Schützenarmee hin. Problem ist, die Zeit läuft ab. Aber so in etwa? Ach, Zeit ist zu knapp. Ja. Aber er war fast tot. Also es geht schon. Mit Schützen kriegst du ihn platt. Es geht. Das Problem ist echt, ich hätte die Balliste gebraucht. Halt, nein, bleib mal bereit, schön. Steinschleuder, ich kann die aber auch so nicht austauschen, ne? Ich kann nur die Heldeneinheiten bearbeiten und ansonsten... Gut, hier haben wir die Balliste. Haben wir hier den Schützen, Verteidiger, ja, Elite-Stürmer, Elite... Ja. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt hier. Ey. Das ist ein so schönes Spiel. Das ist die erste Stelle, die mir so richtig auf den Sack geht. Ich will den Kram doch nur hinter mir haben. Oh Gott. Boah, gleich hier Elite-Schütze hin. Gleich nochmal normalen Schützen hin. Naja, das ist nicht gut sein, ne? Vielleicht kriegen wir noch mit dem Heiler was gerettet. Wir brauchen einen Verteidiger da. Wo haben wir sie jetzt? Jo. So, und da brauchen wir definitiv. Haben wir gerade aktuell nicht. Jetzt. Immer noch nicht. Aua. Gut, wir brauchen hier definitiv. Das ist Schütze. Wir brauchen Schwert. Okay, den ignorieren wir mal, den Hund. Da kommt noch ein Verteidiger. Ein Verteidiger ist gut Schütze. So, und ich würde hier schon gerne die Balliste hinbauen. Wenn es geht. Ich weiß es nämlich nicht. Es kann auch sein, dass wir die genau davor bauen müssen, aber... Ah, schießt sie rüber? Sieht so aus. So, Elite-Schütze. Das wäre schön, wenn das, wenn zumindest im Menü bin. Wie die Zeit aussehen würde. Das wäre sehr schön. So, setzen wir einen Heiler mit hin. Naja, das wird nichts. So, Birit. Kann er den Geiern mich gleich mit ausschalten? So, Schütze. Und nochmal, Schütze. Wir brauchen Schützen. Wir brauchen einfach Schützen und Masse. Und zwar so schnell wie möglich. So, Schützen sind auch gut gegen Verteidiger, ne? Jojo, Schütze. Da haben wir jetzt eine Balliste hin. Wunderbar, haben wir noch geschafft. Und gleich nochmal ein Verteidiger dazu, damit wir, Cloud noch rauskriegen. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, und gleich nochmal eine Elite-Verteidiger dazu. So, Cloud hätten wir auch frei. So, und gleich nochmal. Heiler ist jetzt nicht gut. Cloud will ich jetzt auch nicht. Wir sind noch zu weit vom Boss weg und die Zeit läuft spät ab. Die Zeit ist einfach zu kurz. Tut mir leid, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll in der Zeit. Freunde, jetzt kann ich wieder nichts setzen, weil der hier wieder durchgerannt ist. Egal, was ich versuche. Letztendlich hapert das immer an der Zeit.
So, ich kriege jetzt zwar eine riesen Schützenarmee aufgebaut, aber halt nicht rechtzeitig, ne? Und ich muss zwischendurch Verteidiger machen, damit wir Cloud rauskriegen. Was wir jetzt auch mal tun werden, aber die Zeit reicht trotzdem nicht mehr. Dieb, dieb. Ne, das ist das gleiche wie eben. Es geht mit den Schützen, aber Zeit reicht nicht. Dieb, dieb. Ah, ich finde das auch so mies. Das ist... Uiuiui. Also das Einzige, was ich euch jetzt mal anbieten kann, das Ganze offline zu machen, damit wir hier nicht zig Folgen lang da... Aber machen müssen wir es. Es tut mir echt leid. Machen müssen wir es. Das geht nicht anders. Das ist so nervig. Ich meine, es gibt bestimmte Lösungen. Das will ich nicht abstreiten. Das Problem ist bloß leider wirklich... Ich kenne keine. Okay, jede Balliste hinstellen war auf jeden Fall nicht gut. Gut, wir nehmen erstmal Elite-Stürmer. Gerade gesehen, mit was er ankommt. Ich kann mir aber halt auch nicht merken, was gegen was ist, ne? Na, Schwert gegen Schwert ist natürlich nicht die beste Idee. So, aber hier sollten wir auch definitiv einen Verteidiger hinstellen. Oder? Ist Verteidigung überhaupt gut gegen... Wo ist denn, steht denn das jetzt? Da oben. Nee, ich brauche Schwert. Ich brauche definitiv Schwert. Den haben wir gerade nicht frei. Also ein Stürmer. Warte, komm auch schon wieder. Ignoriere den Hund. Ich frage mich ja echt, wie der so schnell. Ich gehe jetzt nur auf Schützen. Verliere durch dieses Gegucke. Was, wir brauchen so viel Zeit? Ich baller nur noch auf Schützen. Einfach nur noch ignoriere jetzt mein Lager. Schützen, Schützen, Schützen. Und zwischendurch mal Verteidiger, damit wir Cloud rauskriegen. So, Bären, da hätten wir. So, du seh mal zu, dass du den hier loswirst, mein Freund. Danke. So, Balliste hin. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, mehr können wir aktuell nicht. So, Bären raus. Damit wir den Vogel loswerden. Sehr schön. Schütze. So, Schütze. Und jetzt noch ein paar Verteidiger. Würden wir jetzt nicht wirklich brauchen. Ist nur, damit wir Cloud rufen können. Wunderbar. So, nochmal ein Verteidiger. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder mit seinen dicken Brocken hier. Garantiert. Verteidiger. Jo, komm mal. War zu erwarten. Und nochmal. Verteidiger, so. Jetzt aber Cloud. Hat nicht so hingehauen, wie es wollte. Zweite Balliste. Geht nicht? Warum nicht? Boah, weil der hier durch... Wo kommt der Hund auf einmal her? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Genau, ich wollte hier doch eine zweite Balliste hin, was nicht mehr geht. Aber gut, Schütze. Schütze. Und nicht so dicht dran? Schütze. Ja, genau. Wer hat die denn jetzt alle ausgenockt? Womit vor allen Dingen?
Schildsee klaut das auch schon wieder weg, ne? Vielleicht kriegen wir Sinn, Diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und nochmal? Boah, der knockt die hier so schnell weg. Kommen ja gar nicht mehr zum Angriff. Aber wir haben zum Glück noch die Balliste stehen. Boah, die Zeit wird aber schon wieder knapp. Boah. Schwere Geburt, das ist, tut mir so leid. Wie viele Folgen ist das? Ist das die dritte oder so? Oh Mann. Ich nehm die mal an mich. Das war's wohl für uns. Aus der Traum von Freiheit. Aber wenigstens konnten wir zum Schluss nochmal alles geben. Es war uns eine Ehre. Ja, stimmt. Hat Spaß gemacht. Danke für diese unvergesslich tolle Zeit. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ha. Werd euch ganz bestimmt nicht vergessen. Ah, der ist schon heftig, dieser Oberst. Aber gut, jetzt haben wir es. Endlich. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Protosubstanz gefunden. Oh ja. Die Welt von Frau Condor hat sich zusammen mit den Daten des Obersts aufgelöst. Leider konnte ich nicht herausfinden, wer hinter ihm steckt. Verstehe. Wir werden sie wohl nie wieder treffen, was? Überlass das mir. Ich habe mir da schon etwas ausgedacht. Allerdings weiß ich nicht, ob ich so viel für sie tun kann wie ihr Oberst. Ich präsentiere euch Frau Condor Version 2. Das Spiel basiert auf dem Kampfsimulator und nutzt seine Rechenkapazitäten. Dadurch wird den Einheiten nun freies Denken und Handeln ermöglicht. Wenn es denn das ist, was sie wollen. Shetley hat Fort Condor aktualisiert und einen Missionsmodus hinzugefügt. Nutze ihn, wenn du eine Herausforderung suchst. Alles gelegen. Ob sie sich beim nächsten Mal wohl noch an uns erinnern? Hier, pass gut auf die Protosubstanz auf. Und lass sie dir ja nicht abluchsen, verstanden? Experte für Weltberichte. Okay, das haben wir zumindest abgeschlossen. Jo, da kommt nochmal eine schön. Kommandant von Fort Condor. Alles klärchen? Okay. Ich dachte, da kommt jetzt wieder das, was wir schon hatten. Ist das hier? Zwischen Raum und Zeit. Wandernde Seele. Auf einer Brücke. Der Herr Oberst? Du hast da etwas, das mir gehört. Gib es zurück! Du kannst diese Macht nicht begreifen, geschweige denn beherrschen. Vergiss es. Dann muss ich es mir wohl mit Gewalt holen. Ganz genau, wie ich es vermutet hatte. Ich habe sofort gesehen, dass du ein würdiger Gegner bist. Das heißt dann wohl... Ja, okay. Aber gut, anfangs dachte ich ja, das wäre Odin, aber nee, mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wer der Vogel ist, aber Odin glaube ich nicht mehr.
Auf jeden Fall drückt er sich erstmal. Ich glaube, so viel hat er nicht drauf, wie er tut. Aber gut. Bip, 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 bip. Cloud! Cloud! Oh. So ein Glück. Die Verbindung steht. Was war das? Ich hatte kurzzeitig keinen Zugriff mehr auf deinen Standort. Ich hatte schon befürchtet, dir wäre etwas zugestoßen. Mir geht's gut. Keine Sorge. Natürlich. Tut mir leid. Ich habe kurz die Fassung verloren. Bist schon ein bisschen verknallt in ihn, was, Chadley? Ich registriere eine Welle der Frustration in mir. Ausgelöst durch deine Neckerei, Barrett. Egal, was passiert. Ich komme schon klar. Mach dir also keine Sorgen. Okay. Vor der nächsten Erkundungstour werde ich aber die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Schön. Protosubstanz des Obers erhalten. Das hätten wir jetzt. Und hier? Können wir da jetzt... Mission 4? Nö. Wir können es bloß wiederholen. Will ich aber nicht. Haben wir. Ja, ich meine, ja gut. Das war schon ein bisschen doll. An sich mag ich das Spiel. Ich finde bloß den letzten Kampf etwas übertrieben, OP. Und ich bin halt auch mal der Meinung, das war bei allen Spielen bei mir so. Beim ersten Mal muss es nicht unbedingt klappen. Das wäre ja langweilig, wenn alles beim ersten Mal klappt. Beim zweiten Mal nehme ich auch noch hin. Beim dritten Mal knutsche ich in die Zähne. Wenn es beim vierten Mal nicht klappt, dann habe ich in der Regel keine Lust mehr. Aber das hier musste ja jetzt sein. Das gehört dazu. Bloß, wie kommen wir da jetzt hin? Wenn ich hier jetzt rübergehe, komme ich ja da wieder hin. Uns fehlt dann nämlich noch diese eine S-Bar-Kunde. Hier geht es nur runter. Müssen wir hier vielleicht durch den Fluss? Kann das sein? Möglich wäre es, ne? Ah, okay, wir gehen mit dem Schokobrot. Ich dachte, ich kann abkürzen. Aber gut, es sollte halt ein Bösewicht sein, ne? Ein Oberbösewicht. Dessen war es halt auch nicht so einfach. Ich glaube, wenn man Fort Condor normal spielt, können wir ja bei Gelegenheit mal ausprobieren, ist das anders, ne? Dann haben die Gegner ja ungefähr alle ähnliche. Hier geht es aber nicht weiter runter. Ähnliche Fähigkeiten, sagen wir mal so. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie wir da oben hinkommen. Hier kommen wir nicht lang? Okay. Wir kommen hier anscheinend nicht vorbei. Aber von hier kamen wir auch nicht hin. Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Das ist Fort Condor? Ich weiß es nicht, Aber wir müssen da ja hinkommen. Aber auf jeden Fall merkt man schon, finde ich, einen gewaltigen Schwierigkeitsgradunterschied zwischen Grassland und Junien. So, gucken wir hier nochmal. Fort Condor haben wir ja gemacht. Hier kann man auch nicht weiter, ne? Nein. Ich sehe hier jetzt aber auch keine weitere Stelle, wo wir hochkommen. Von hier oben kommen wir definitiv nicht weiter. Da geht es nur runter. Okay. Wie gesagt, ich sehe aber auch keinen Weg hier, ne? Ich meine, das kann durchaus sein, dass wir hier lang kommen. Wir porten uns mal dahin. Mit dem Joggerbau. Den Kampf haben wir ja schon gemacht. Und den, mal gucken. Ich meine, das ist ja da oben. Hier lang. Könnte sein, ne? Ist hier eine alte Stelle? Ja, die da haben wir doch, oder? Haben wir nicht. Okay, ich steige einmal kurz ab. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, diese Protosubstanzen gibt es halt in jedem Gebiet. Und in jedem Gebiet passiert irgendwas. Und im Grasland, das fand ich absolut genial. Diese schönen Banditen, ich liebe die Jungs einfach. Da kann man sich echt kaputt lachen. Schön.
Gut, Ford Condor, das ist jetzt nicht so ganz meins. Die streichen wir einmal. Aber also trotzdem schön, dass sie es mit eingebaut haben. Ist eine schöne Anspielung an das DLC. Bin mal gespannt, was später im nächsten Gebiet, wenn es überhaupt noch eins gibt, ich weiß es noch nicht, passieren wird. So, du kannst da mitkommen, mein Freund. Den hatten wir doch schon, ne? Nee. Cloud, wer hat denn was von Aussteigen gesagt? So, jetzt sollst du aussteigen. Bip, ist oben, dachte ich mir. Erzählt man sich weiter, dass der wiedererstarkte Phönix sich dankbar zeigte. Er spie seinen Feuerodem über das Meer, was Myriaden von Fischen zum Leben erweckte. Denke also daran. Wenn du in Junon einen Fisch verspeist, hast du das Phönix zu verdanken, Cloud. Ah ja. Nö, die werden mir zu verbrutzelt, aber gut. Dam-dam. So, jetzt sind wir fast da, oder? Dann müssen wir hier nur noch die Schlucht lang, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Jo. So, den gucken wir mal. Den haben wir ihn zumindest auch. Aber bei diesem Ford Condor muss ich jetzt nebenbei noch sagen, man kann da auch nicht wirklich taktisch spielen, zumindest nicht bei dem Boss. Da nichts anderes geht außer schützen, Kreis X. Probieren wir es. Kreis. Was? Ich hab doch ein Sekündchen zu spät, oder was? Nochmal, das lassen wir nicht bieten. So, nochmal. Kreis. Hä? Ich drück doch im richtigen Moment. Mir hat das Spiel wahrscheinlich einfach nur fertig gemacht. So, Kreis. X. Hä? Ich drück aber in dem Moment. Ich glaube, ich brauche eine Pause. So, Kreis. X. Ich versteh's nicht. Ich habe genau da gedrückt, ehrlich gesagt. Ja, und das verstehe ich nicht. Ich drücke genau an der Stelle. Und zwar auch X, ja. Hä? Was ist denn? Ich drücke wirklich X. Das könnt ihr mir glauben. Ich weiß nicht, warum. Er das da nicht nimmt? Oder drücke ich zu früh? Ja. Ich habe immer ungefähr gedrückt, wo unten ein bisschen über der Hälfte rüber war, aber das ist wahrscheinlich zu früh. Seit wann ist denn der so penibel? Okay. Schön haben wir aber auch. So, jetzt fehlen nur noch 3 Aufgaben. Bip. Die Analyse aller Kristalle aus Junon abschließen. Ich freue mich schon darauf, Phönix in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Ja, yo, das kriegen wir jetzt hin. Jetzt haben wir sie eigentlich gut geschwächt. Aber eins hat dem anderen. Wir haben hier noch den Mogri. Dann haben wir unten noch den einen Kampf. Das Gute ist, wir können uns jetzt hier schon überall in die Nähe porten. Was bedeuten hier die Zettel, dass wir das normal machen können, ne? Uns fehlen 3 Sachen, ja. Das ist hier, eine Ausgrabung, der Kampf und der Mokri. Alles Klärchen. Ja, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Wir sind vorher aber auch am Ende. Seht's positiv, das mit Ford Condor haben wir jetzt hinter uns. Die 3 Sachen sind schnell gemacht, der Mokri ja sowieso, den Kampf kriegen wir auch hin und die Ausgrabung. Und dann haben wir hier auch alles durch, dann geht's schon wieder weiter mit der Story. Warum steht eigentlich bei der Protosubstanz unten 0 von 4? Kampfplatz ist klar, ist einer fehlt. Das ist der hier. Aber Protosubstanz haben wir doch alle gemacht. Das muss ich nicht verstehen, oder?
ist tatsächlich noch offen. Warum? Ist zwar grau, aber wird als offen angezeigt. Wir machen erstmal die Sachen, die ja noch leuchten. Ich habe keine Ahnung, was das Vielleicht ist da schon wieder irgendwas extra jetzt. Aber ich glaube, das zählt nicht mehr zum originalen Fortschritt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Mugri. Nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. I wanna do the things that say we should.